Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Everdream Valley mit der Fanny. Hier ist meine ganze Familie, meine Oma und mein Opa. Ha, sehr schön. Und ich ruhe mich ein wenig auf der Bank aus. So, aufstehen, dankeschön. So, meine Lieben, heute würde ich gerne mit euch mal schauen, dass ich die Brücke repariert bekomme, die ich schon seit Ewigkeiten versuche zu finden. So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang, denn ich habe ja die Stelle markiert. So. Warte mal, vielleicht sollte ich mir noch was zu essen mitnehmen. So ein paar Früchte. Aber die kann ich ja eigentlich so ein bisschen essen. So. Also. Da ist die Mühle. Wartet mal, produziert die Mühle denn irgendwas? Ich gehe mal gucken. So. Was? Habe ich gerade Mehl gesammelt oder so? Aber einen Kürbis habe ich gesammelt. Ah. Wartet mal. Warte mal, was habe ich denn jetzt gesammelt? Ich sehe es gerade nicht. Ach, eine Maus habe ich gesammelt. Nee, aber irgendwie produziert die nichts, oder? Ich weiß auch nicht. Gut, gehen wir weiter. Brücke. Oberste Priorität, Brücke. So, lass mal gucken. Ach, da. Da ist, glaube ich, die Brücke, die ich meine, die ich reparieren muss. Ah. Ja, das ist sie. Ha. Sehr gut. Wunderbar. So, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Ich muss erstmal auf meine Map gucken. Wo ist denn... Wo ist denn der Pfeil? Warte mal, dann kann ich das ja mal hier wegmachen. Aha, da vorne. Also hier runter muss ich. Okay. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Hachiko, komm, einmal streicheln. Ja, mein Kleiner. Ja. Okay, super. Jetzt bin ich schon wieder an einem Ort, an dem ich noch nicht war. Sehr gut. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen umsehen. Ach Gott, neue Quest oder was? Glockenblume. Glockenblumenfeld, alles klar. Dann werde ich das wohl machen müssen. So viel zur Quest. Aber die erledigen wir mal ganz schnell. Ein Glockenblumenfeld. So. Dazu muss ich natürlich wieder ein bisschen Müll aufheben. Oh, sind das Birnen? Ich glaube, Birnen habe ich noch gar nicht. Einmal kicken. Na komm, schmeiß mir deine ganzen Birnen runter. Oh, schön. So. Dann haben wir hier noch Müll. 6 von 10 habe ich. Was haben wir hier? Okay. Hoch, einmal aufsammeln. Ein Fuß. The
Das sah gerade aus wie ein Nest, oder? Ach nee, das ist meine Katze. Ich dachte, das wäre ein Kürbis. Schweinerei. Goldmohn. Okay. Goldmohn. Was haben wir denn hier? So. Johannisbeeren. Ich wundere mich gerade, warum ich hier nicht weiter den Müll einsammle, aber ich bin außerhalb des Kreises, ne? So. Ach so, ich habe... Oh Gott, ich habe ja... zwei Kreise, okay. Ich sehe gerade. Oh Mann. Diesen sind jetzt hier gerade keine Gänse. So, jetzt mache ich gerade mein Goldmondfeld. Naja, eigentlich... Immer noch Goldmohn. So, da unten ist noch... Glockenblumen. Und ganz viele Pfifferlinge. So... Abgeschlossen. Aber Goldmohn habe ich nur 8 von 10. Okay, wo bin ich denn jetzt? In welchem Bereich? Moment, Ja, was denn? Ist ja gut. Ist das jetzt mein Goldmohnfeld oder was? Ach du Scheiße. Das ist jetzt mein Glockenblumenfeld. Okay, Glockenblumen. Jetzt muss ich die erstmal hier Samen säen. Ich hoffe, das ist jetzt hier richtig. Bisschen schick machen. Huch. So. Oh, da ist auch noch was zum Einsammeln. Oh, meine Katze backt da. Ist nicht gut. Abgeschlossen. Sehr gut. So, jetzt muss ich nochmal das andere Feld irgendwie räumen. Und zwar hier so in dieser Gegend. 8 von 10. Habe ich wieder irgendwas gesammelt. 9 von 10.
So, 10 von 10, sehr gut. Okay, so, dann Goldmoon, ja. Goldmoon, das haben wir hier. Habe ich aber echt nur 3. Na, egal. Machen wir jetzt hier mal ein schönes Goldmoonfeld. So, einmal das hier einsammeln. Danke. Huch. Na, Hachiko, was meinst du dazu? Mach ich doch schön, oder? Juhu! Erledigt. So, dann habe ich aber da was gesehen. Ein bisschen Müll. Okay. Aber Kürbis habe ich jetzt nicht gesehen. Habt ihr noch einen Kürbis gesehen? Oh, das ist eine Hütte. Das sind mehrere Hütten. Oh Gott, was war das denn? Oh, eine neue Zaunart. Ich werde meinen Großvater danach fragen. Vielleicht weiß er, wie man solch einen Zaun herstellt. Auch schön. Guck mal. Mit Tauen. Hi. So, komm, wir gehen erstmal. Hoppala. Wie führt man die Schweine aus den Ruinen? Deine Aufgabe ist, die Schweine aus den Dorfruinen zu führen, am besten alle auf einmal. Wenn du dich dem Schwein näherst, wird es dir folgen. Wenn eine Gans das Schwein entdeckt, bekommt es Angst und kehrt zum Ausgangspunkt zurück. Der blaue Lichtkegel zeigt dir den Sichtradius der Gans an. Wenn sich die Schweine sicher fühlen, folgen sie dir nicht mehr blind. Okay. Alles klar. Also Gänse, blauer Lichtkegel, da muss ich halt denen ausweichen. Oh, das wird ja ein Akt. Was ist das denn für eine Ansicht? Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Überprüfe den Ort. Okay, ich sehe nirgendwo ein Mädchen. Nur viele Schweine und Gänse. Die Ente erinnert sich daran, dass das Mädchen einem Schwein geholfen hat. Was? Ich brauche eine andere Ansicht. Was ist hier los? So, ich glaube, jetzt hat sich das wieder mit der Ansicht ein bisschen geändert. Das war jetzt echt krass gerade. So, ich muss jetzt tatsächlich Schweine finden. Ist das hier so ein Stein mit so einem Kreuz? Nee. So, mal schauen. Ich kann ja schon mal meine Flöte in die Hand nehmen mit der 9. So, genau. Und wenn ich es dann sehe, verzauber ich das. So, aber erstmal muss ich die Schweine finden. Erstmal sehe ich gar nichts, okay. Das aber, warte mal. Ach, das ist aber wieder eine Gans, verdammt. Hachiko? Mehrere Gänse. Das ist nicht witzig. So, wartet, ich habe jetzt auch die Quest mal entdingenst. Quest verfolgen, so. Jetzt hoffe ich, dass die Ansicht auch so bleibt. Ich weiß, ich muss auf die andere Seite. Oh Gott, das wird wieder dunkel. Ich muss wieder auf die andere Seite.
Ja, so ganz im Dunkeln, das ist auch blöd, ne? Okay. Aber ich wollte ja sowieso auch mal mit euch zu den Ruinen hier. Das sind Sonnenblumen. Und nicht schon wieder. Was ist denn bloß hier los? Danke. Nein. Oh, okay, das ist also mit Absicht so. Oh Gott. Ich kann das nicht mit den Pfeiltasten. Ich würde gerne ins Haus, wenn es geht. Ein bisschen was einsammeln hier. Aber ich sehe hier auch nichts. Also ich glaube, hier ist auch nichts zum Einsammeln. Bienen habe ich gehört. Oh Gott, ist die Quest anstrengend. Hier ist nichts drin. Oh, ist das gemein gemacht. Da sind auf jeden Fall die Enten. Okay, vielleicht sollte ich erstmal schlafen gehen. So, okay. Einmal das Zelt gezückt. Und betreten. Okay, deine Aufgabe ist es, die Fragmente des Objekts zu sammeln, die auf dem Bauernhof verteilt liegen. Du erkennst an den gelben Lichtsäulen, wohin du fliegen musst, um das Fragment aufzuheben. Du kannst nur 3 Fragmente gleichzeitig tragen, also musst du sie während der Suche im Nest ablegen. Fliege dazu zum Nest, das mit einer grünen Lichtsäule markiert ist. Du kannst Münzen sammeln, indem du durch die gelben Kreise fliegst. Okay, gleichzeitig 3 Fragmente, die ich nur an diesen gelben Säulen finde. Okay. Und bei grün lager ich sie ab, ja? Ach du meine Güte. Drücke Space zum Hochfliegen. Sei vorsichtig und übertreibe es nicht. Je höher du fliegst, desto schneller wirst du, aber umso schneller fällst du auch hinab. Wenn du zu dicht über den Boden fliegst, musst du landen und kommst zum Stehen. Überlege, wie hoch du fliegst. Manchmal ist weniger mehr. Okay, mit Space kann ich hochfliegen. Oh, scheiße. Okay. Ich drücke Space, aber ich kann nichts machen. Spiel. Ich drücke hier alle Tasten, aber irgendwie tut sich gar nichts. Ich glaube, mein Spiel hat sich aufgehängt. Läuft. Ja, ich kann tatsächlich nichts machen. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, ja, wird meine Flugkunst ein anderes Mal zum Vorschein kommen. Ich kann hier wirklich gar nichts machen. Ich drücke jetzt hier alle Tasten. Gut, dann ist es halt so. Vielen, vielen Dank, meine Lieben, fürs Zusehen. Es war eine creepy Folge heute, aber was soll's. Danke für eure Kommentare, für eure Likes. Und ja, wir sehen uns denn das nächste Mal wieder. Macht es gut, habt einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.